So, neue Runde. Und direkt hier vor uns. Pass auf, da gehe ich rüber. Dann hole ich mir direkt. Ich gehe ein bisschen weiter nach rechts und gucke, ob was da vom Wasser auskommt. Ja. Ach, hier ist die Brückenkartoffel drin, ja? Ach, hier sind wir. Okay. Ja. Oh, da läuft was Großes hier oben rum. Und ich höre... Bei der Wend schießen sie. Okay. Hier ist, was Großes und hier ist ein Hundezwinger. Ist natürlich scheiße. Warte, Hundezwinger, kümmere ich. Ich habe Silencer dabei. Okay. Dann warte ich mal eben hier im Busch, ne? Ja, das ist Fetti-Fett. Da kommst du von deiner Seite aus. Kannst klicken. Fetti-Fett steht jetzt gerade draußen. Ich könnte das Tor zumachen. Ja, die Gegner kommen. Ja? Ja, ich hol schnell den Crew von hier oben. Die kommen von der Ranch. Bleib mal draußen. Von der Ranch hierher. Wo ist denn der Crew? Weiß nicht, ich hab den nur hell leuchten sehen. Von der Ranch. Ich hab ihn gesehen. Hier ja, ich stehe jetzt aber in der falschen Richtung. Ich stehe da, wo Fetti Fett ist, an dem Tor. Kommst du da raus? Ja, ich komm Wir gehen auch in die Richtung weg. Ich laufe an ihm vorbei und mach das Tor zu. Richtung Osten oder wie? Okay. Ja. Richtung Norden. Nehmen die Kartoffel eben mit? Ja, mach. Kann ich? Ja. Oh, die lebt ja noch. Warte, ich mach. Ja, wenn nur ein Messer. Wusste ich nicht. Ich mach grad ein bisschen mein Inventar, der weiß mit Silencer aus. Auf Vorsicht, kriegen rechts, nicht aufscheuchen. Deswegen gehe ich extra ganz links weg. Ja, ich gehe immer sofort in die Hocke. Skill Hunter, danke für den Follow. Hier bei 255 wird aber auch übelst geschossen gerade, ne? 255? Ich meine, dass da aus der Richtung 255 ist bei mir an der Map. So viel zu meinem Gehör. Du meinst Richtung Osten wahrscheinlich. Also, dann ist das Geräusch vom Kartenrand abgeprallt. Anders kann es gar nicht sein. Triffst du die noch? Sonst, okay. Das war jetzt nicht. Wie viele Schüsse die jetzt aushält, ey. Die Silencer ist echt schwach geworden. Na, letztes Mal zwei Schüsse eigentlich, aber. Ja, das war haben sie die immer gewonnen. Vielleicht haben sie mit dem Patch jetzt nochmal verändert. Rechts ist auch nochmal eine, aber die können wir ja stehen lassen. Wo ist überhaupt der nächste Clou? Na, Köln. Köln will ich gehen. Genau, dann müssen wir durch. Nee, Richtung 30. Da können wir vielleicht zwei holen. In dem Gebiet. Okay, alles klar. Mhm. Okay. Die habe ich gar nicht gesehen eben. Weil rechts von uns moven auf jeden Fall Leute, das hörst du ja. Mhm. Da komme ich bestimmt gleich noch zu. Imex. Guten Abend. Wieso schreibst du okay? Was gab's denn? Also moin, sage ich jetzt erstmal. Ja, 150 sind die Schüsse. Das hört sich nach Boss an da rechts, sie schießen so viel. Könnte sein, ja. Es sind auch immer nur dieselben Schüsse, ne, die wir da hören. Ja, ne? Deswegen. Soll ich versuchen, den zweiten gleich direkt parallel einzusammeln oder hast du nur Hoffnung, dass sie die. Okay. Der zweite bleibt da, wenn sie nicht ausgebrochen wird. Sonst ist er weg. Parallel einsammeln klappt nicht mehr, kriegt nur einer Geld. Also einmal. Irgendwo habe hab ich hier noch eine Hive gehört. Ich glaube, links von mir, bin mir nicht ganz sicher. Ja, links ist eine Hive. Irgendwo. Naja, da hinten. Ich such dich gerade. Ach, du bist. Ach, du bist ja schon unglaublich weit. Ja, das ist irgendwie so Automove, weißt du? Der Clou ist schon genommen worden. Ja, soll ich mit reinkommen? Ich stehe jetzt draußen auf der Straßenkreuzung in den Büschen halt. Ja, wir holen uns den zweiten Clou auch noch. Also komme ich mit rein, ja? Ja, pass aber auf, vorne vor dem großen Gate sind Hunde. Also vor der Brücke. Ja, kann ich mich da durchschleichen oder soll ich über die Brücke gehen rechts? Ich würde über die Brücke gehen, wahrscheinlich. Nein, das. War da keine Hive? Nein. Die haben die wahrscheinlich getötet, tippe ich jetzt mal. Rechts unten steht einer am Wasser.
Okay, ich bin jetzt im Innenhof. Ich bin jetzt im Rondell und hole den zweiten Crew. Also Richtung Norden. Ja, ich sehe, wo du bist. Ich renne auch in deine Richtung gerade. Ich glaube, da sind dreimal Raben. Und Fetti Fett. Ich laufe jetzt in der Mitte runter die Treppe gleich. Bin jetzt zwischen den ersten beiden Raben. Geht's die Treppe runter? Okay, Lockbird-Dox ist der Boss. Lass hier links die Treppe wieder hochgehen. Lockbird-Dox ist Richtung Südosten. Ja, Südosten. Ich glaube, die machen ihn auch schon. Kann sein. Da gehen wir jetzt aber rüber, ne? Ja klar, die pushen wir jetzt weg. Kartoffel kann ich machen, warte. Lass, ich hab... Okay. Jetzt hätte ich gerne meine Nitro. Ah. Habe ich nicht gesehen. Ich dachte, wir vor uns im Wasser warten. Das kann auch sein. Irgendwo in den Büschen. Bist du nach oben? Ja. Ich habe gerade ins Wasser geguckt. Ja, ich auch. Ich bin unter der Treppe. Lass uns links lang gehen. Ich möchte ungern komplett übers Wasser. Ey, du läufst auf eine Hive zu, glaube ich. Irgendwo habe ich eine Hive gehört vor uns, glaube ich. Ja, da ist die Hive. Headshot ist nicht mehr One-Shot. Okay, zwei Schuss. Ja, den hätte ich sonst genommen. Entschuldigung. Nö, ist kein Ding. Es spaßt Munition halt, ne? Ja, die Silencer nutze ich eh für nichts anderes. Manchmal habe ich echt Halluzinationen, dass Zombies Menschen sind, ne? Die werden da als Selfie irgendwo hocken, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Wahrscheinlich unten. Warte mal. Krähen links oben. Sind aber nicht weggeflogen. Hätte aber eben irgendwas gehört. In dem Gebiet ist die Spinne oben in dem großen Gebäude. Und unten drunter campen sie meistens. Ja. Eine Hive steht da aber noch. Ja, die ist uninteressant für die. Wo waren die Schüsse? Osten. Osten, ne? Ja. 30, ziemlich genau. Ich tippe mal nicht weiter weg wie Puerto Rico. Irgendwo da die Ecke. Das bedeutet, wir kriegen hier bald Besuch. Ja, oder die machen da den anderen Boss. Krähen aufgestorcht, auch wieder ein 30. Das heißt, sie bewegen sich. Ich bleib mal eben hier stehen, wo ich bin. Ja, ich bleib hier auch erstmal hocken. Vielleicht springt hier gleich jemand über den Zaun oder so. Kann ja sein. Ein Butcher wird halt safe im Team sitzen. Kannst von ausgehen. Wahrscheinlich unten drin. Hm. Sag Bescheid, bevor du weitergehst, weil ich bin ein bisschen hinter dir. Noch nicht, weil wir haben hinter uns was und vor uns was. Ich will nicht in die Mitte. Nee. Also ich habe hier einen Fackelzwamm in der Nähe. Der würde ja auch mal anfangen zu triggern. Nochmal Krähen gehört. Die sind jetzt ungefähr bei der Farm. Aus 75, 90, ja aus der Richtung. Hm. Das heißt aber, sie kommen eher bei dir raus. Ich würde sie wahrscheinlich eher von hinten sehen. Ne? Ich gucke jetzt in Richtung von dem roten Tor, was da oben ist, wo diese weiße Plane daneben an über diesem Holzstapel, da gucke ich hin von da. Ich habe hier halt gar kein Sichtfeld. Du musst mir dann genau sagen, wo sie sind. Ich gucke halt hier im Busch, wo ich nichts sehe. Hühner?
Das ist auch Alice Farm, die kommen näher. Mach aber auch einen Boss ziemlich weit oben. Fast Kappa Lake, würde ich behaupten. Also ich gucke auf dieses Tor hier, wenn sie... Ich gucke mal ein bisschen weiter. Da ist noch ein Zaun. Na gucken. Weil die werden das Tor nicht benutzen, denke ich mir. Also Chapelle oder Scapa Lake, da machen die, glaube ich, den Batscher. Oh, Stillwart, okay. Oh, beide Bosse nebeneinander. Das wird dir gleich Action geben, kannst du da reinstellen. Dann braucht man den Boss da vielleicht nichts machen, sondern wir setzen uns mal unten rein und campen da oder sowas. Ich weiß nicht. Ich glaube, beim Butcher hocken schon welche drin. Da bin ich mir echt ziemlich sicher. Weil. Bei der Spinne hocken schon welche drin, meinst du? Wir haben vorhin bei der Wench-Schüsse gehört. Du meinst aber, bei der Spinne hängen schon welche drin, weil der Butcher wird ja gerade gemacht. Genau, ne? Entschuldigung, bei der Spinne. Ja. Gott, das heißt, bei der Wench haben wir Schüsse gehört. Die sind dann auch wie wir zum Krematorium, weil da beide Crews abgetaggt waren und sind dann zu Lockbait Docks. Das heißt, die hocken bei der Spinne unten drin. Und wenn sie schlau sind, machen sie nichts, dann gehen die vielleicht vom Batscher raus. Und dann fangen sie die Spinne wahrscheinlich an. Wir können hier mal eben ein bisschen Geflecht warten. Ja, wenn die Spinne anfangen, dann pushen wir rein, während sie die Spinne noch machen. Weil dann sind sie am unkonzentriertesten. Es sei denn, die vom Batscher kommen rüber und machen die Spinne. Ja, das sehen wir ja dann. Man sollte vielleicht kurz... Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht... Wir warten erst noch. Dann warten wir kurz, wenn sie die Spinne anfangen oder sowas. In der Hoffnung, dass vielleicht die im Erdgeschoss sitzen, dann sich schon mal versuchen, um die zu kümmern. Und wir dann als Letzter. Aber so lange willst du auch wieder nicht warten? Wir warten erstmal ab, was jetzt mit dem Butcher passiert. Ob der abgetaggt wird oder nicht. Ja. Das glaube ich jetzt eher nicht. Die Ausgänge sind jetzt auch nicht so. Naja, so weit weg sind sie auch nicht, aber. Na, gucken wir mal. So, Karamell, okay, ich finde schon was. Ich hätte jetzt fast ein schönes Wochenende gewünscht. Mir ist eben eingefallen, dass ich morgen auch arbeiten muss, und Scheiß. Was sind das für schöne Schildkröten, die du hast, Miss Information? Oder sind das gar keine Schildkröten, sind das Hüte? Sieht hübsch aus. Das ist, glaube ich, von den Fußball, von den Bits-Dingern, die man umsonst kriegt. Glaube ich, würde ich jetzt behaupten. Ich mag jetzt nicht mit der Maus drüber gehen, dann müsste ich raustappen. Das sieht eher aus wie Hüte. Wie ein Fußballhut, ne? So quasi. Mhm. Ja. Ich nutze mal die Zeit für so einen Mentos Peppermint Ballen. Ich finde gepflegte Zigarette. Das bringt mich auf die Idee. Ich habe ja einen Mentos im Mund. Ich kriege einen Krampf am rechten Mittelfinger. Langsam, weil ich die ganze Zeit durch die Waffe visiere. Ja, kannst aber ruhig aufhören. Das würde jetzt ein Spiel sein, wer hat die meiste Geduld, der gewinnt. Dann bin ich ja automatisch raus. Das sieht gut, nur so. Die vom Butcher wissen nicht, dass die Spinne in Lockbait Docks ist, weil die noch nicht gebanished wird. Das heißt, es kann sein, dass sie den Butcher nehmen und rausgehen. Ist auch eine Möglichkeit. Also ich bin ja eigentlich keine geduldige Person, aber ich bin Schisser genug, dass ich hier problemlos eine Stunde im Busch sitzen kann. Mäntel. Ich bin auch komplett ungeduldig. Und bedanke dich auch. Wow! Flassi Twitch TV. Und zwei Twitcher. Die werden rausgehen, die wissen nicht, dass die Spinne hier ist. Mhm. So, jetzt, wenn die jetzt rausgehen und du hörst hinten viele Schüsse, kannst du davon ausgehen, dass ein Tier im Team stirbt und die rausgehen. Dann sind zwei Teams weg. Und ich wette mit dir, ist der Butcher draußen, fangen die hier die Spinne an. Würde ich meinen Arsch drauf verwenden. Ja, die wurden schon getötet, die beiden. Ja. Siehst du, weil jetzt haben es andere aufgenommen. Ja. Desiato. Mensch, dankeschön. So, wo laufen die hin? Man spricht hier von Bäumen und dankeschön für die Bits, Mensch. Die gehen Richtung Süden. Mm.
Mann, oh Mann. Unglaublich, dankeschön. Wenn die wissen, dass die Spinne direkt hier ist, da ist eine Automatik dabei bei den beiden. Er hat eben mit der Automatik geschossen. Wenn die wissen, dass die Spinne hier ist, kommen sie hierher. Ich habe die Schüsse gar nicht so richtig gehört. Das war eine Automatik, ja? Ja, es war so schnell schießen in der Automatik. Die Killschüsse, ja? Von denen. Ja. Ach, das ist ja auch ein schönes Emote, was du jetzt muss ich auch mal raustappen. Ey, muss ich mal kurz gucken. Habe ich denn auch irgendwelche Emotes hier? Weil ich habe diesen Monat extrem viele Subs geschenkt bekommen. Ich habe mir keiner zu selber. Nicht zu lange. Afuti und Happy Footy. Happy Footy, sehr schön. Test reconnected to chat. Wieso denn reconnected? Weil ich krieg. Magst du Katzenwell? Ja. Der hat mir selber mal einen. Also wir haben einen Hund. Da müssten dir diese Emotes gefallen. Die kommt das zu uns, ist, so wie das aussieht. Das ist nicht Ketten. Wieso siehst du sie? Oder? Ach nee, Moment. Achso, die Blitze, ja. Die sind das nicht die von Cadbury, oder? Nein. Nee, das sind die von Stillwater. Die Emotes. Ich war jetzt wieder bei den Emotes mit den Katzen. Nee, die sind von DLX in einem Dead by Daylight. Sind das die von Cadbury? Nein, die sind von Stillwater. Sehr geil. Pass auf, ich wette mit dir, dass die haben hier erst bei Lockwood Dogs gehockt, haben gesehen, dass da drüben der Boss gemacht wird, sind rübergegangen. Das kann die werden sein. Jetzt die Spinne machen. Das könnte sein, ja. Ja, Automatik-Battle, easy. Gewinnen oder verlieren. Das heißt, wir gehen dann rein oder nicht so? Sobald die schießen, schleichen wir uns ran. Wenn sie banishen, gehen wir rein. Das sind die von Cadbury, ne? Desiato. So, die sind jetzt drinnen bei der Spinne. Na, nee. Doch, doch, gleich. Die sind jetzt, gehen jetzt gerade hinten. Die sind direkt rein. Vor uns gleich irgendwie. Nee. Ich guck gerade auf der Map, das ist sieht ganz schwierig Ecke. Aus. Die müssen jetzt bei dem Hundezimmer sein. Ich komme in deine Richtung schon mal, ne? Oder nicht? Naja, du bist nicht weit weg von mir, ne? Hunde. Ja, die sind jetzt bei dem Hundezwinger Richtung 135. Ja. Die höre ich. Boah, der hat mich gesehen. Echt? Glaube ich. Ah, die haben diese scheiß Darkseid, die können uns das sehen, ne? Ja. Ich glaube, der hat mich gesehen. Bin mir aber nicht sicher. Oh! Ja, mich auf jeden Fall erwischt. Die hat mir aber auch direkt um die Ohren geschossen. Zurück. Oh, der hat mich schon wieder erwischt. Die rennen mir hinterher anscheinend. Scheiß Darkseid. Verdammt, die haben die ja. Toll, zwei Hives hier oben. Ich muss jetzt die Steps hören. Ich muss eine Hive töten. Einen habe ich. Die Zombies töten mich halt, ne, by the way. Ich komm zurück. Ja, wegen den Zombies sterbe ich. Ich heb dich auf. Nee, kannst du nicht, da ist noch der andere. Der hebt jetzt sein Mate wieder auf. Und die haben die Darkseid. Ich hasse es, dass die Zombies immer auf den Falsch gehen. Die sind bei ihm und kommen zu mir, Mann. Ich werd abgefackelt, geh raus. Die werden mich abbrennen. Wenn die dich abbrennen, kann ich sie abschießen. Ja, der wird sein Mate jetzt im Wasser aufheben. Im Wasser. Ja, da liegt im Wasser. Aber du weißt den Baum, wo ich gehockt habe. Ja. Davor ist Wasser, da hebt er sein Netz. Ah, shit, ich krieg schon wieder einen Schuss um die Ohren. Ja. Geh einfach raus. Ich glaube, die rennen mir jetzt hinterher, wahrscheinlich. Die wissen, dass hier nicht mehr viele auf der Map sind. Ja, die werden mich abbrennen.
Ich hasse das halt. Ich hatte das voll mit Adaya auch. Die Zombies sind bei den Gegnern und auf ihn gehen die Zombies los auf mich. Oder auf sie dann in dem Fall. Anstatt sie ihn angreifen. Das ist halt immer so dumm. Du stirbst halt wegen den PvEs. Ja, der läuft mir hinterher, der versucht mich nicht zu killen. Ich habe 5-mal auf ihn geschossen, habe ihn aber nicht einmal getroffen. Das ist das Dumme dabei. Ja, aber wenn du wegläufst, bist du halt schneller wie den, ne? Also die holen dich nicht ein, die sind gleich schnell. Die wollen mich noch haben. Die schießen immer noch auf mich. Die wollen dich einfach nur rausjagen. Halt die Zeit, wo du stehen bleibst, schenkst du ihnen. Ich weiß nicht, wie weit ist der Ausgang noch weg. Ich habe keine Ahnung, wo ein Ausgang ist. Ich hatte auch nicht das Bedürfnis, einen Ausgang zu finden. Ich muss einmal komplett nach Osten über die Map jetzt. Du kannst halt, während du normal gehst und Stamina wieder aufbaust, dass du wieder schnell laufen kannst, die Map öffnen und weitergehen. Ja, yeah, ich bin weit weg von einem Ausgang. Ganz ja, weit weg von einem Ausgang. Versuch die erstmal irgendwo. Die jagen mich weiter. Auf wen schießen sie denn jetzt? Auf mich. Bevor du eben auf die Leiter gegangen bist, rechts von dir beim Gegner. Ich sehe die nicht mal. Von wo? Rechts. Hinter dir. Ja. Ja, aber vor mir war auch einer. Die haben wahrscheinlich okay. Beide mich umzingelt irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ich kann es gar nicht genau sagen. Der mich getötet hat, war keiner von denen, die den Clou aufgenommen haben. Streugut hat ihn aufgenommen. Ja, aber der hatte keinen Twitch-Formnamen. Nein, die wurden abgeschossen. Streugut hat den einen Twitcher da abgeschossen. Ach ja, stimmt. Genau. Streugut war das. Die sind ja von dir aus bis. Ich war ganz. Du hast ums Ding geguckt, ne? Wahrscheinlich, ne? Die sind mir richtig feind hinterher gelaufen. Ich hab Scheiße getroffen, also richtig Scheiße, aber ich habe wenigstens zurückgeschossen. Sein Mate läuft durchs Wasser, hat 4 Zombies hinter sich, schießt auf mich, die Zombies laufen zu mir, ich töte ihn und ich kämpfe gegen 4 Zombies und dann eine Sparks. Aber das keine Chance mehr. Scheiße ist das. Das ist Kacke. Lol, wir haben 3 Tier 3 Hunter getötet? What? Der hat geschrien, wenn mich nicht alles täuscht. Na du, ich nicht. Hast du das eben gerade gesehen? Wir haben 3-4-3 hat er getötet. Ja, die musst du ja getötet haben. Hä? Ich glaube, ich habe nicht einen erwischt irgendwie so. Oder? Nee. Wie habe ich einen 3-4-3er, hä? Das Schrein ist gar nicht mehr drin, Adaya. Das haben die rausgenommen, das Schrein. Ja, aber erklär mir mal, wo ich die 3-4-3 hat er getötet haben soll. Ich habe den einen auf dem Wasser getötet, da waren das 2? What? Hab ich eben einen versehentlich irgendwie? Nee, ne? Was? Wie viele Kills hattest du vorher? Du hast eben 2 getötet am Ende? Ich hab doch jetzt eben nicht 2 getötet. Wie viele Kills? Moment, warte mal, 7. Du hattest, glaube ich, 7, ne? Ja, Tatsache. Ja, Niles Black hat auch gesagt, ich habe eben 2 getötet. Ich habe das nicht mehr. Da waren ja, aber, das hatte. Ja, aber wie viele waren denn hinter mir her, wenn ich da eben 2 getötet 3 Stück. Habe? Das war wahrscheinlich eine 3- oder 4er-Gruppe. Meine Fresse. Ja, du hast jetzt 9 Kills, du hast 2 Stück getötet, easy. Ich meine, ich hatte vorher 7. Ich habe nämlich heute Abend sonst noch keinen getötet. Ja, du hattest 7. Ja, easy war das eine geile Runde. Du hast gut XP gekriegt. Dann das mal 3 Tier 3 hat. Nur 2. Ach so, der erste wurde halt wiederbelebt. Ja, okay, ja. Das erklärt das dann auch. Ja, okay, alles klar. Die waren aber scheiße hartnäckig, ne? Das waren keine 2. Das waren mehr wie 2. Da muss ich mir die Aufnahme aber nachher noch angucken. Weil, guck mal, ich habe den einen getötet, den hat er wiederbelebt. Okay. Ja. Dann hast du aber nochmal 2 getötet. Und es hat trotzdem dich noch der Streugut getötet. Also müssen da mindestens 3 rumgelaufen sein. Sonst hätten die dich so schnell nicht gekriegt. Das stimmt, der Streugut ist aber auf alle Fälle einer von denen, die
die Dings aufgenommen. Das war ja, damit habe ich mal Level 100. Ne? Jetzt noch eine Runde Aftomat und dann Retire. Da gab es einen schönen Heli beim Fliehen, Glückstreffer, aber deswegen hatte ich den kurz mal hin zur Sägemühle fliegen können. Ja, okay, das kann natürlich sein, ja. Alter Well, du bist ja jetzt ein Killerschützenmann. Nee, das ist, also sag mal so, ganz ehrlich, im Kopf treffe ich nicht ansatzweise zuverlässig. Ich bin froh, wenn ich in die Richtung schießen kann. Ja, aber überleg mal, du hattest Panik und gibst zwei Leuten einen Headshot, Leute. What the fuck? Also ich wollte dich nicht liegen lassen. Ich wollte, dieses von wegen, nee, geh raus und dann denke ich, der ist noch nicht angezündet, so, dann das magst du nicht tun. Entweder spielst du im Team. So, man kann natürlich auch rausgehen, nach Absprache ist es dann auch okay, ne? Muss man sich nicht verschämen, aber wollte ich nicht so richtig. Und dann sind die mir hinterhergekommen, dann dachte ich mir, du hast ja selber gesagt, ständig weglaufen bringt irgendwie auch nichts. Also bin ich halt gelaufen, hab mich umgedreht und dann immer zurückgeschossen und dann wieder gelaufen. So. Ja, weil hast du gut gemacht. Das klingt mir das Beste. Bist zwar gestorben, aber hast dich gewehrt. Hast dir noch mal ein bisschen was eingeschenkt. Ja, genau. Und die sind jetzt am Arsch der Welt. Und ich hoffe, dass dann irgendwo zwei andere auf dem Server leben, die sich jetzt den Bounty holen und das Bounty holen und den anderen noch umlatzen oder so. Ach, diese Sicht ist schon scheiße, ne? Also, das hatten wir beide nicht mehr auf dem Plan gehabt, ne? Dass die Sicht hier haben, ja, weil sie das erste Bounty. Ja, hatten wir auch nicht. Verdammt.